Servus und hallo zum Wochenwetter für die Tiroler Zugspitzarena. Es geht Richtung Weihnachten und damit auch in die Wintersaison. Oben auf der Zugspitze liegen auch schon rund 70 Zentimeter Schnee und da kommt in den nächsten Tagen auch noch einiges dazu. Aber auch die Berge drumherum, wie zum Beispiel der Grubigstein, sind schon schön eingezuckert, wie hier unsere Livecam zeigt. Am Dienstag gibt es auch noch ein wenig Neuschnee dazu. Nur in Ehrwald und Lermoos können auch ein paar Regentropfen mit dabei sein, bei Höchstwerten von bis zu 5 Grad. Oben auf der Zugspitze, da bleibt es frostig kalt mit bis zu minus 6 Grad. Am Mittwoch geht es zunächst trocken weiter, doch im Tagesverlauf nähert sich die nächste Regenfront. Der Nachmittag wird dann ziemlich nass bei maximal 4 Grad und die Schneefallgrenze steigt auf über 1200 Meter. Und sobald es die Schneelage zulässt, können Sie mittwochs immer einen Blick hinter die Kulissen einer Seilbahnstation werfen. Hier erfahren Sie zum Beispiel, warum die österreichischen Seilbahnen zu den sichersten Verkehrsmitteln weltweit gehören und was eine zeitgemäße Beschneiungsanlage heute so alles können muss. Treffpunkt ist jeweils um 13 Uhr an der Talstation der Kabinenbahn Grubig 2. Anmelden können Sie sich an der Kasse der Bahn Grubig 1. Für die Tour brauchen Sie ein gültiges Liftticket, Skiausrüstung und Sie sollten rote Pisten fahren können. Tja, und dann kommt der Donnerstag, den mache ich lieber kurz. Es wird nämlich sehr nass und mild mit bis zu 6 Grad. Die Schneefallgrenze liegt dann zwischen 1600 und 2000 Meter Höhe. Der Freitag sieht da schon deutlich freundlicher aus. Nach Nebelauflösung scheint nämlich verbreitet die Sonne. Es bleibt aber recht mild mit bis zu 7 Grad. Auf der Zugspitze herrscht weiterhin leichter Frost. Danach, also ab Samstag, geht es aber auch im Tal Richtung Winter. Es wird spürbar kühler und es schneit gelegentlich. Wer sich den Sommer mit in den Winter nehmen möchte, der hat in der Kletterhalle in Ehrwald Gelegenheit dazu. In der neu eröffneten Halle können wir auf knapp 1300 Quadratmetern das ganze Jahr über trainieren. Es gibt fast 200 Kletterrouten mit einer maximalen Höhe von 17 Metern. Da kommen sowohl Anfänger als auch Profis voll auf ihre Kosten. Doch egal ob Indoor- oder Outdoor-Aktivitäten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und besinnliche vorweihnachtliche Tage. Freuen Sie sich auf den Schnee und ich sage bis bald hier in der Tiroler Zugspitzarena.